Vor dem Hintergrund gefährlicher Spannungen im östlichen Mittelmeer hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Treffen der Staats- und Regierungschefs aus 7 südlichen EU-Staaten auf Korsika geladen. Türkische Ölforschungsschiffe bohren in Meeresgebieten nach Erdgas, die Griechenland und Zypern als Teile ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen betrachten. Beide Länder haben Abkommen über sogenannte ausschließliche Wirtschaftszonen abgeschlossen. Griechenland und die Türkei haben mit Militärübungen ihre Muskeln spielen lassen. Ein Politikanalyst aus der Türkei. Diese Krise schmort seit mehr als 10 Jahren und beide Länder bestehen auf ihren Ansprüchen. Das türkische Abkommen mit Libyen über die Aufteilung des östlichen Mittelmeers hat zu Spannungen geführt. Später das Abkommen Griechenlands mit Ägypten. Beide Länder wollen für sich das Maximum. Der EU-Rat für Auswärtige Angelegenheiten hat über eine angemessene europäische Antwort gesprochen. Sanktionen liegen auf dem Tisch. Ein Experte für internationale Beziehungen aus Athen. Mögliche EU-Sanktionen gegen die Türkei, das ist zweifellos eine starke Botschaft an die türkische Seite. Ich glaube jedoch, dass sie nur Teil einer umfassenderen Strategie sein können, die die EU gegenüber der Türkei entwickeln muss. Diese Strategie sollte Zuckerbrot und Peitsche darstellen, eine Kombination aus dem deutschen Ansatz des Engagements oder der Verpflichtung gegenüber der Türkei und dem französischen Ansatz zur Eindämmung der türkischen Aggression. Griechische und türkische Kriegsschiffe auf Patrouille sind allerdings nicht der einzige Grund für Spannungen im Mittelmeerraum. Auch Migrationsfragen, die Libyen-Krise und die Beziehungen zu Ländern an der Südküste stehen auf der Tagesordnung des 7er-Gipfels. Die EU will bald bei einem Sondergipfel über ihr konfliktgeladenes Verhältnis zur Türkei debattieren.